Auch wenn es mir unangenehm ist, ja, ich selbst war auch aktiv am Betrug beteiligt. Ist es ein in Ordnunger Ton so? Ja, es ist ein in Ordnunger Ton. Okay. Okay. Kann sich von euch eigentlich noch jemand an die Zeit vor Corona erinnern, als wir uns im Real Life abzocken lassen mussten? Dieser Arm, der greift gar nicht durch. Streichelt das Kuscheltier nur, das ist richtig frech. Gott sei Dank gibt's auch sowas mittlerweile als App. Heißt Toreba oder Toreba. Hat jemand einen Plan, wie diese Seite hieß? Toreba? Toreba. Toreba. Torium. Torium kannst du aussprechen. Wir steuern am Handy reale Greifarmautomaten, die in einer realen Fabrikhalle in Japan stehen, an denen wir mit realem Geld zocken können. Das hat 2,50 Euro gekostet. Bro. Nur die Gewinne, die existieren in der Regel leider nur virtuell, weil normale Menschen leider fast nie gewinnen. 150 Euro für absolut gar nichts. Ja, da möchte man ja fast diese lustige, antiquierte Slapstick-Musik drunter legen. Die liegen sehr verdächtig, als würden die da so geplaced sein, damit es aussieht, als wäre es easy. Da ist doch ein Gewicht dran. WTF? Die reichen Leute gucken ja gerade zu, keiner spielt, hat wahrscheinlich auch einen Grund. Wir waren skeptisch und wollten rausfinden, werden diese Automaten wirklich manipuliert? I have here a little secret that a lot of people don't know is that these little dowel rods here, well, that's clear rubber and that is why a lot of these prizes don't fall as easy as you'd think they would. Und das bestätigen tatsächlich auch ehemalige MitarbeiterInnen der Firma aus Japan. Kein Scheiß, die haben nämlich gerade wirklich ausgepackt, wie einfach die Automaten manipuliert werden. Hier kann man auf jeden Fall alles Mögliche umstellen, hier zum Beispiel die Musik lauter machen. Ja, Alex, wie, das ist auch krass. Aber was die MitarbeiterInnen ausgeplaudert haben, das ist noch ein bisschen krasser. Und falls ihr zufällig kein Japanisch sprecht, haben wir euch ihre echten Aussagen in diesem Video exklusiv übersetzen lassen. Von einer ominösen Frau, die ich so in unseren Videos aber bisher noch nicht gesehen habe. Wir haben zum Beispiel Gewichte verwendet oder Silikonspray. Okay, das sind so O-Töne, die werden einen Leben lang verfolgen. Also, wir haben Silikonspray verwendet. Oh, da ist eine Katze. Oh Mann, natürlich wollen andere diese geile Katze. Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Greifarbut in die Kommentare. Wir schalten weiter zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim, heute live in einem Greifarmautomaten. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dinger heißen, aber ja, macht Sinn. Hallo Kim. Hallo Robert, also ich stecke hier irgendwie in dem Ding fest und ständig kommt dieser Greifarm, der macht mir greif. Du, aber ist gar nicht so schlimm. Wenn er mal zupackt, dann schafft er eh nichts. Ja, stimmt, hätte ich einfach dich getroffen, aber trotzdem nicht rausgezogen, Kim. Woran liegt's? Robert, hier wird natürlich manipuliert. Ist doch klar, ist das Internet. Du sagst es, Kim. Dein seriöses Business ist ja gerade so ein bisschen in Verruf geraten, denn in Japan, da haben ein paar Insider von der Firma Toreba ausgepackt und mal die Maschen enthüllt. Ich habe schon Automaten gesehen, die schon 1000 Mal gespielt worden sind und ja, trotzdem hat noch nie jemand gewonnen. Wir haben es ja schon immer geahnt. Jetzt schwarz auf weiß, Kim. Hau mal raus. Was ist denn eure erste Betrugsmasche? Also die erste Betrugsmasse. Masse? Die erste Betrugsmasse? Ja, du bist die erste Betrugsmasse, würde ich immer fast mal sagen, wenn ich hier diesen Greifarm so sehe über dir. Der Arm, Robert. Ja, den kann man so ein bisschen manipulieren, dass der ab und zu mal feste zupackt und dann halt nicht mehr so feste. Schau dir das hier zum Beispiel mal an. Diese kleine Box. Offensichtlich viel zu schwer für den Arm. Egal wie oft du versuchst, es klappt einfach nicht. Er kriegt es nicht hoch. Er kriegt es nicht hoch. Robert. Ja, aber Robert, auf einmal passiert ein Wunder. Ja. Ja. Jetzt klappt's. Das geht natürlich auch andersrum, ne? Erst ist der Arm zu stark und dann ist er zu schwach. Guck hier in diesem Beispiel. Da ist er erst ganz, ganz stark genug, um das Päckchen runterzuschmeißen und beim zweiten Versuch, ja, da ist ihm die Puste ausgegangen. Man sieht ja schon im Bewegungsablauf, dass da offensichtlich was geändert wurde. Und das haben auch die Insider in Japan erzählt. Die haben nämlich gesagt, da wird irgendwie in der Automatik des Arms manipuliert und in der Stärke, da ist so ein Chip drin in diesem Automaten, also hier so ein Computerchip, wie nennt man das denn? Technik. Da ist Technik drin. Ja. Und die Technik, da kann man dran rumspielen. Das Personal muss wirklich sehr streng auf den Umsatz achten. Deshalb haben wir die Kraft der Arme, ja, manipuliert, würde ich sagen. Oh mein Gott! Beweg dich aber nur ein bisschen. Einfach nur ein bisschen drehen. Ein bisschen drehen, komm. Dreh dich. Dreh dich.
Kim, welche Beweise haben denn diese Insider mitgebracht für ihre Aussagen? Naja, die haben so ein Computerprotokoll mitgebracht, so eine Art Ausdruck. Ne? Guck dir das mal an, das ist so eine kleine Tabelle. Da sehen wir hier 12 Uhr, Stuff, Arm, Power 15 auf 5 und dann um 14 Uhr, Stuff, Arm, Power 5 auf 0. Heißt also, irgendwer mit dem Namen Stuff. Hat er an der Stärke. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Hat er an der Stärke. Entschuldigen Sie, heißt hier jemand Stuff? Heißt das Stuff oder heißt das Steph? Ich glaube, Stuff und Vorname Guss. Steph. Stuff! 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 Moment, das ist doch eher Steph. Steph! 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 Okay, also, irgendwer mit dem Namen Steph, also Mitarbeiter, hat diese Armstärke auf Null gesenkt, sodass wahrscheinlich am Ende dieser Arm so ein bisschen so schwabbelig ist. Also, wir können mal festhalten, mit einer Armstärke von Null, da gewinnt wahrscheinlich niemand mehr irgendwas. Na doch. Die Firma, die den Ding. Gewinne. Halt nur für die Leute, die die Website betreiben und den Greifarmautomaten. Der YouTube-Kanal Vox, der hat das ja mal ein bisschen vorgerechnet, wie sowas aussehen könnte, so eine Armverstellungstaktik. Ein Spiel kostet 50 Cent. Zu gewinnen gibt es ein Spielzeug im Wert von 7 Dollar. Um 50% Gewinn zu machen, läuft der Greifarm also nur ungefähr alle 21 Spiele mit der vollen Power. Nicht immer genau das 21. Spiel, das wird in einem gewissen Rahmen zufällig bestimmt, sodass keiner weiß, wann denn jetzt wirklich der Arm richtig zupacken kann. Also halten wir mal fest, die Kraft der Arme, die wird offenbar manipuliert. Aber was denn noch, liebe Kim? Schau dir mal in diesem Beispiel den Automaten an. Ja, sieht aus wie so eine Box, wo so Taschentücher rauskommen. Die wollte schon immer mal gewinnen. Hä? Ist das Konfetti? Kim, was ist das? Das sind goldene Puscheln eingepackt in so einem Körbchen. Ich will es. Du willst es, aber du wirst es nicht bekommen. Denn du wirst niemals gewinnen, wenn man an deinen Gewinn noch ein Gewicht dran macht. Damit man die Preise nicht so leicht gewinnen kann, haben wir wirklich viel ausprobiert. Wir haben zum Beispiel Gewichte verwendet oder Silikonspray. Das sind so O-Töne, die werden einen Leben lang verfolgen. Also wir haben Silikonspray verwendet. Wenn dieses Gewicht nicht dran wäre, dann würde diese Box nämlich einfach nach links kippen und wäre nämlich schon im Körbchen. Ja, weißt du, wenn das Gewicht nicht dran wäre, dann wäre der da reingefallen, dann hätte man das auszahlen müssen. Aber Gott sei Dank wird er mit dem Gewicht bei der Stange gehalten. Ah hier, Stange. Schöne Überleitung, Kim. Und schöne spontane Gespräche, die wir hier führen. Stangen. Wie soll das denn da durch? Sind ja der nächste Faktor, ne? Hier Nummer 3 der Manipulationen. Stangen, denn die Gewinne, wenn man mal so hinguckt, die liegen ja immer auf irgendwelchen Stangen. Aber manchmal, da stecken sie auch zwischen zwei Stangen. Was ist denn das Problem mit diesen beiden Stangen? Naja, diese Stangen sind sehr, sehr eng. Und dieser Gewinn, der steckt da so richtig dran fest. Der wird da so richtig eingequetscht zwischen diesen Stangen. Aber dann kann man den ja gar nicht gewinnen. Darum geht's doch. Wir haben immer sehr strenge Vorgaben bekommen und sollten die Kosten senken. Dafür haben wir die Automaten dann so programmiert, dass man eben wirklich fast nichts gewinnen konnte. Auch die Preise, die haben wir teilweise so platziert, dass es fast unmöglich war zu gewinnen. Und auch wenn es mir unangenehm ist, ja, auch ich war aktiv am Betrug beteiligt. Also, wir haben jetzt den Greifarm, wir haben Gewichte und wir haben die Stangen. Kim, komm, du hast bestimmt noch eine Masche, wie das Gewinnen noch ein bisschen schwieriger wird für uns. Richtig, dieses kleine Etikett. Guck mal, es ist sehr praktisch, wenn man verhindern will, dass der Gewinn ins Loch fällt. Schau mal, der greift, er hat es, er lässt es fallen und tja, er fällt trotzdem nicht ins Loch. Dumm gelaufen, ey. Wirklich, man freut sich schon so, ja, endlich geschafft. Endlich mein 21. Versuch mit der Stange, die durchpasst. Und was war das dritte? Ob die eine eigene Agentur haben, die sich so kleine Sachen ausdenken, dass man es auf jeden Fall nicht gewinnt. Arm, Stange und Gewicht. Gewicht, kein Gewicht dran, der Arm greift und die Stange passt und dann, oh, Etikett dran, ey. Wirklich. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die InfluencerInnen, die gewinnen immer sehr oft Sachen. Guck mal hier, der hat richtig abgeräumt. Ein Saugroboter, Kuscheltiere, einen goldenen Fidget Spinner und. Tja, das ist die andere Betrugsmasche, denn diese YouTuber, die rufen da teilweise vorher an, sagen Bescheid, ey, ich mache jetzt gerade einen Stream und dann verändern die Mitarbeiter diese Automaten so, dass der YouTuber gewinnt. Ist ja auch Werbung für die. Wir werden schon ziemlich oft von YouTubern angefragt, ob sie an einem bestimmten Tag kommen können, weil sie eben genau da dann auch ein Video drehen wollen. Ja, und unser Management weiß dann Bescheid, dass die YouTuber kommen und kann dann eben
dementsprechend auch reagieren. Kim, ich finde, ich habe genug gehört. Ich will das jetzt ausprobieren. Und mit ich meine ich unseren besten und einzigen Redakteur Raphael. Der soll sich jetzt mal hinsetzen und uns ein Kuscheltier gewinnen. Aber wir wollen ja diesen kleinen Schwindlern nicht noch mehr Geld in den Rachen werfen. Deshalb haben wir gedacht, dass wir die Freispiele nutzen. Jeden Tag bekommt man 2 Freispiele. Und da versuche ich jetzt einfach mal eine Woche lang mein Glück. So, das ist jetzt ungefähr... Oh nein, das war zu kurz. Das habe ich ihn aufgespießt. Wann? Oh, nein! Sag ich ganz ehrlich, finde ich interessant. Oh! Ich habe einige Bälle. Ne, finde ich dumm. Mach ich nicht nochmal. Oh, was? Nein, viel zu... Oh, ich bin so schlecht. Ich habe es wirklich ordentlich nach vorne. Okay, vielleicht habe ich es... ich habe es vielleicht nicht ordentlich nach vorne. Double Chin Slimmer. What? Kann man da das Doppelkinn wegmachen? Da ist doch ein Gewicht dran. Und vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie ich es dann da vorziehen soll. 13 Leute gucken ja auch gerade zu. Keiner spielt, hat wahrscheinlich auch einen Grund, weil die Leute jemanden versagen sehen wollen. Alter, das ist ordentlich am Schwingen. Was ist jetzt passiert? Hat sich das Spiel aufgehangen? Habe ich einen Automaten in Japan gerade kaputt gemacht? Greif zu! Er hat nicht zugegriffen. Und 4 Leute haben mir dabei zugeguckt, das ist ja unangenehm. Oh, das ist die schlimmste Runde. Aber liebe Kim, wie kommst du denn jetzt eigentlich raus aus deinem Automaten? Muss dich jemand gewinnen? Oh nein. 21 Jahre muss ich hierbleiben, damit mich endlich so ein einsamer Raphael aus diesem Automaten abgreifen kann. Hilfe. Und dich wachküssen kommen. Ja. Ach, weißt du, in der Zeit, wo ich hier rumtrödel, da kann ich mir einfach noch ein paar Katzenvideos von euch anschauen, die ihr an unsere Instagram-Kanäle einfach schicken könnt. Und ich schaue mir natürlich ein tolles Offen und Ehrlich-Video an und ein schönes Video von Funk.